So. Nachdem Tom mir erzählt hat, wie die Tür zugeht, können wir jetzt richtig anfangen. Für die, die noch nicht dabei waren, wir starten eigentlich jedes Mal mit einer... Achso, hallo? Habe ich eure Aufmerksamkeit? Kein Problem. Wir sind eine große Gruppe, deswegen ist das alles entspannt hier. Und bis jetzt haben wir immer damit angefangen, dass das Mikro einmal rumgeht und jeder sich so ein bisschen vorstellt, was er macht, ob er Input haben will. Das heißt, wir haben das Glück, heute am ersten Tag dran zu sein. Das heißt, einmal in die Runde winken und dann kann man die nächsten 2,5 Tage gefunden werden und ins Gespräch kommen. So, dann fange ich mal an. Mein Name ist Philipp Hemmer. Das ist jetzt meine 6. Konferenz und auf der Summer School, die gleich nochmal Thema wird, unterrichte ich seit 2 Jahren, mache Sachen. Letztes Jahr habe ich angefangen mit Visual Effects so das Highlight des letzten Blender-Jahres. Ich habe einen Kollegen, der macht Kurzfilme und habe für ihn die Visual Effects gemacht und das war recht spannend und Color Management ist eine Herausforderung für sich, wenn man noch jemanden hat, der das in einem bestimmten Format erwartet. So. Fangen wir mal hinten an. Also wer nicht will, einfach weitergeben. Es ist kein Zwang, einfach nur Hallo sagen in die Community. Hi, ich bin die Ruth. Ich bin jetzt zum 2. Mal hier auf der Beacon. Ich arbeite hobbymäßig mit Blender und habe dieses Jahr auf der Summer School von der Summer School aus mich mit ein paar Leuten zusammengetan unter der Leitung von Tobias und wir haben zusammen so einen Kurzfilm gemacht. War ganz lustig. Also wir haben uns 2 Wochen dann bei Tobias im Büro zusammengesetzt und daran gearbeitet und dann hinterher von zu Hause aus so kleine Änderungen gemacht und das fertig gerendert und sowas. Das ist der läuft da vorne tatsächlich. Und wir hoffen, dass wir in dem Festival heute Abend gezeigt werden, aber es gibt halt 68 andere Filme. Und die Chance ist aber genau. Hi, ich bin der Adam. Ich benutze Blender hauptsächlich für die Generierung von Datensätzen in der Wissenschaft und habe dann später noch eine Panel-Discussion, an der ich teilnehme. Das ist meine 2. Blender-Conference. Hi, ich bin Olaf und das ist mein 1. Mal. Und ich habe mich seit 3 Jahren so ein bisschen hobbymäßig eigentlich eher mit Blender beschäftigt und mein Ziel ist aber so mittelfristig Blender zu nutzen, um, auf generativen Weg Infografiken im 3D zu rendern und auch vielleicht zu animieren und will mal gucken, was da so geht und will mich einfach informieren, was so an Werkzeugen da ist. Und kenne ich von diesem Jacques, der ist hoffentlich auch da. Ne? Und bist du das sogar? Nee. Okay. Gut, ja, das war's erstmal. Hallo, ich bin der Simon. Simon. Ja. Ich benutze Blender hobbymäßig, bin zum 1. Mal hier. Mittlerweile auch mit 3D-Drucker. Jetzt modelliere ich Teile und druck sie dann noch aus. Ich bin der Benny. Ich habe mit Blender angefangen vor 3 Jahren, habe dann vor 2 Jahren meinen Job gekündigt, mich selbstständig gemacht und verdiene meine Brötchen mit dem Modellieren und Visualisieren von Gebäuden innen und außen. Ja, hallo, mein Name ist Fabian Wiegand und ich bin auch das erste Mal da. Und das, was du gerade gesagt hast, also Gebäude, Inneneinrichtung, wir bauen ein bisschen um daheim. Da will ich ein bisschen in die Richtung gehen, aber auch in Dabaro beim Sculpting vielleicht so ein paar Tools, Setups mit unterstützen, so wie man es vielleicht umsetzt. Und da wäre ich interessiert, ein bisschen bei den Entwicklern einfach zu kontakten und irgendwie einfach Gedanken auszutauschen. Und genau, vielleicht kann ich da ja auch unterstützen. Das wäre ganz toll, würde mich freuen.
Hi, ich bin der Joachim, bin aus dem österreichischen Teil der deutschsprachigen Community aus Salzburg. Ich mache hauptsächlich fotorealistische Visualisierungen von Motorrädern und wer mehr Interesse daran hat, ich habe am Samstag noch einen Talk und ja, könnt ihr euch das ansehen. Ja, hallo, mein Name ist Oliver Weingarten, ich bin zum ersten Mal auf einer Blender-Konferenz. Blender ist auch für mich relativ neu. Ich komme von Softimage ursprünglich, lerne seit 2 Jahren Blender und ja, hoffe hier ein bisschen mehr über die Community und über das Programm zu lernen. Danke. Ja, moin, ich bin Michael, offensichtlich aus Hamburg, also aus der Nähe von Hamburg und bin ja, eben mit Alex zusammen im medizinischen Bereich, im Bereich medizinischer Simulation tätig. Und in der Community ja, hat mich der eine oder andere vielleicht schon mal bei der Blenders Summer School auch gesehen, wie ich da Sachen erzähle. Und ja, habe angefangen als Hobby, ist jetzt leider viel zu wenig Hobby. Ja, nein, es ist mein bezahltes Hobby, aber ich mache auch nichts anderes, was nicht bezahlt ist mehr. Aber ja. Das gibt es so über mich zu. Und ich bin das ja irgendwie 42. Mal hier oder so. Ich glaube 7. Genau, du bist zum 7. Mal hier, ich nämlich auch. Ja, haben wir nachgerechnet, genau. Ich bin Alex, bin gerade wieder frisch von Stockholm, von unserem gemeinsamen Arbeitgeber nach Berlin umgezogen und bin auch als bin nicht mehr als Blender-Modelliererin tätig, weil ich festgestellt habe, es ist mir alles zu kompliziert, sondern ich leite bei uns die Teams und wir machen medizinische Simulatoren, was voll spannend ist. Und jetzt wird es langweilig, weil es geht gleich mit dem gleichen Thema weiter. Mein Name ist Albert, ich bin Arzt und arbeite seit vielen Jahren intensiv an medizinischer Simulation inklusive 3D-Printing, Force-Feedback-Systeme, Physik-Simulation. Blender ist ein ganz wichtiger Teil in unserer Produktpipeline und ich bin ein erbitterter Konkurrent meiner Schwester Alex, die hier links von mir sitzt. Aber es ist hier unsere Familienkonferenz, also für die 3 Tage haben wir uns. Ja, hallo, ich bin Stefan, ich arbeite am Universitätsklinikum in Aachen und beschäftige mich dort mit der virtuellen Operationsplanung und genau in dem Sektor verwenden wir eben Blender, um besonders bei Operationen im Gesichtsbereich eben den Chirurgen Vorgaben zu machen, wie genau Knochen geschnitten werden müssen, um dann entsprechend Patienten individuell die besten Operationstechniken anwenden zu können. Und da sind wir jetzt gerade soweit, unsere Forschungsergebnisse, die wir bisher haben, weiterentwickeln zu wollen, bis hin zu eben einem Produkt, das wirklich dem Patienten auch helfen kann. Und da hoffen wir, dass wir auch Blender einsetzen können dabei. Hi, ich bin Anselm. Ich habe 5 Jahre als selbstständiger Freelancer gearbeitet, war da mit 3D-Studio Max und Maya unterwegs und bin jetzt seit einem Jahr bei Blender dabei und arbeite mittlerweile beim ZDF und versuche da Blender zu etablieren, was schwierig ist. Hallo, ich bin der Lorenzo und arbeite seit 6 Jahren mit Blender und arbeite auch beim ZDF mit dem Kollegen hier und genau, habe mit Blender angefangen als Hobby sozusagen und seit diesem Jahr dann eben beim ZDF. Hallo, ich bin Lukas, ich bin 17 und arbeite, glaube ich, mein halbes Leben mit Blender, ungefähr ein Jahr mehr oder weniger. Das ist jetzt meine 3. Konferenz, aber ich mache nicht wirklich irgendwas Professionelles mit Blender, sondern das ist mein Hobby und ja, deshalb bin ich hier. Hallo, ich bin Manuel, ich komme aus Hamburg, 3D-Artist, 7. Konferenz. Irgendwer, der auch Hamburg, nordischer Raum kommt, kann gerne zu mir kommen. Wir veranstalten so Meetups und Stammtische und sowas. Also da suchen wir immer nach Wegen, neue Leute zu finden. Ja. Ja, hallo, ich bin Björn, seit über 10 Jahren bei Blender als Hobby, auch aus Hamburg. Interessant, dass wir uns nicht gesehen haben. Und versucht wieder in die Community zu kommen und wieder Blender 2.8. Hey, ich bin der Phil, ist meine 4. Konferenz jetzt. Ich bin Vertreter der Österreich-Fraktion auch, komme aus Graz. Und ich komme aus der Game-Development-Ecke. Meine Firma macht Augmented und Virtual Reality-Apps. Und ich mache nebenbei auch noch Freelance und mache da hauptsächlich Training, Workshops und Weiterbildungen für Firmen, die Blender einsetzen wollen oder schon einsetzen. Okay. Ja, hi, ich bin der Thomas, ich komme auch aus Graz, oder beziehungsweise ich studiere in Graz Informatik und Elektrotechnik.
mache auf der Uni öfter mal Blender-Kurse, habe Blender seit Big Bug Bunny-Zeiten so als Hobby betrieben und habe es jetzt zum ersten Mal auf die Konferenz geschafft. Hallo, ich bin Georg, ich bin Komiker und Film- und Videoregisseur, habe als Filmemacher zuerst aus der Not meine eigenen VFX gemacht, mache sie inzwischen auch als Freelancer für andere Projekte und habe zumindest in der ersten Staffel von Shapira Shapira auf ZDF Neo schon mal Blender-Effekte eingebaut. Also, falls ihr da Referenzen braucht. Also, ich bin Doris und habe ein Datacenter in Schweden, in der eine Renderfarm für Blender läuft. Ja, ich bin der Peter. Wir sind beide zusammen von Polargrid und wie gesagt, wir haben eine spezielle Renderfarm für Blender, GPU fokussiert und wenn jemand Interesse hat, wir haben auch kostenlose Coupons dabei, da könnt ihr es alle ausprobieren, ob es was taugt. Hallo, ich bin der Marco. Ich komme ebenfalls aus Österreich wie einige, aus Vorarlberg. Benutze Blender professionell, also ich arbeite bei Julius Blum GmbH, die stellen Scharniere, Liftsysteme für Küchen her und Schubladen, Weltmarktführer und mache da die Produktrenderings mit Blender seit 2 Jahren. Hallo, ich bin Patrick, seit 8 Mal bereits auf der Konferenz und immer noch keinen professionellen Einstieg in die Blenderei gefunden. Ja, hallo Thorsten, ich bin... Hast du Mikrofone? Ja, ich bin... Hi, hallo. Ich bin aus Berlin, helfe die Blender User Group in Berlin mit zu organisieren ein bisschen, also das Blender Meetup auf meetup.com. Falls es jemand sucht aus Berlin, bitte vorbeischauen. Wir haben einen Slack-Channel, wo wir uns austauschen. Ich bin Freelancer, bin konvertierter Cinema 4D-User, 24 Jahre Cinema 4D und dann habe ich Blender entdeckt und... Nie wieder zurück zur Cinema, definitiv. Ich habe einen Standort meiner Firma, ist Blender, 3D-Visualisierungen von Produkten und würde gerne mehr Visual Effects machen. So ein kleiner Traum, nur ist die Industrie leider ziemlich brutal. Deswegen bleibe ich momentan erstmal auf der sicheren Seite. Hi, ich bin Viktor, nutze Blender für Rapid Prototyping und Produktvisualisierungen seit 10 Jahren oder so. Und zusammen mit Thorsten und Carolina, die leider mit uns nicht kommen konnte, wir organisieren die Blender Meetup in Berlin. Hallo, ich bin Andrea und Blender benutze ich da eher als Hobby. Ich habe allerdings, weil ich Softwareentwickler bin, auch schon im Source Code beigetragen. Bisschen was immer, File-Browser, bisschen was gemacht, Bugfixes und so weiter. Hoffe, dass ich in nächster Zeit wieder mehr machen kann. Jo. Ja, ich bin Christian, komme aus Soest. Seit 1 Jahr habe ich Erfahrung mit Blender, also mein Status ist noch Noob, um nicht Kack-Noob zu sagen. Ja, ich bin hier, um erstmal zu wissen, wo mein Stand ist, um zu wissen, was ich alles lernen kann. Was mich am Anfang fasziniert hat, war, dass diese Vielfalt, die man mit Blender machen kann, alles gratis ist und eine riesen Community da ist, wo ich jetzt halt versuche, gerade den ersten Schritt reinzumachen. So, erstes Mal Blender-Konferenz. Hallo, ich bin der Daniel, komme auch aus Österreich, aus Wien, um genau zu sein. Wir haben auch... vor ein paar Jahren die Community Austria auf Facebook gegründet. Wer noch nicht dabei ist, bitte joinen. Es gibt auch Meetups in Wien immer wieder über die gleiche Webseite. Und ich bin seit 2 Jahren selbstständig, habe mich auch mit Blender selbstständig gemacht. Mein letztes großes Projekt war für eine Bekleidungsfirma. Die wollten mit 3D-Scans Kleidung maßgeschneidert machen und dazu brauchten sie von den Scans eine automatische Berechnung der Größen anhand des Modells halt. Hallo, ich bin Matthias, ich mache Bewegtbild als Freelancer, Schwerpunkt Schnitt und benutze Blender, wo immer es geht. So versuche es dann immer in den Produktionsprozess mit reinzubauen und ja, 5. Mal Blender-Konferenz, benutzt Blender seit 2008, glaube ich, habe ich das erste Mal aufgemacht und das Blender-Highlight in diesem Jahr für mich war ein Stück geschnitten für die Deutsche Welle
Und da habe ich die ganze Motion Graphics und kleine Corner Bugs und so habe ich mit 2.8 Eevee teilweise, also den Hauptteil erstellt und Transitions mit Animation Nodes gebaut. Und das ist auch so rausgegangen und da habe ich mich sehr gefreut, dann Blender zu benutzen in dem Prozess. Lino hier, fange schon fast Englisch an zu reden. Siebte Blender-Konferenz. Ich bin aus Aachen, baue Raumschiffe und liebe Griebel. Falls irgendwer was zu hören will, bin ich dabei. Und das ist es auch. Hallo, ich bin die Vivian. Erstes Mal hier, quasi illegal. Ich bin nur 2D-Artist. Mir fehlt die dritte Dimension. So. Aber ich arbeite an einem 3D-Film mit und finde das alles super. Fühle mich sehr willkommen. Ja, hi, ich bin Damian. Ich habe Blender zuerst 2014 benutzt und damit so den Einstieg ins 3D gefunden. Bin dann wieder ein bisschen davon weg und habe mehr mit Sculpting und sowas angefangen in ZBrush. Und dann habe ich angefangen mit dem Lino zusammenzuarbeiten und der hat mich dann wieder zu Blender hingeführt. Und ja, das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Hi, ich bin Chris aus Hamburg. Ich bin seit 5 Jahren mit Blender zugange und habe das jetzt im letzten Jahr erfolgreich bei uns beim Schneiderversand in der Firma auch eingeführt. Wir haben so einen Online-Konfigurator, der kann dann künftig halt auch 3D und für Bilder, Hintergründe und so Sachen. Ja. Hallo, ich bin Johannes aus Nürnberg und ich arbeite auch schon seit bestimmt 5, 6 Jahren mit Blender, immer wieder sporadisch. Ich bin eigentlich sozusagen aus der bildenden Kunst und Fotograf eher, arbeite aber auch mit verschiedenen Medien und auch benutze Blender an ganz verschiedenen Punkten, auch für 3D-Druck und dann aber auch für Visualisierungen. Ich glaube, hier oben war noch ein Panel. Die ganze Reihe. Die ganze Reihe? Ja, ja, ich auch. Oder ihr fangt mal an? Ihr kommt auch gerade, oder? Ja. Okay. Jeder vorstellen oder? Name, wenn du magst, was du machst mit Blender. Nur wenn du magst. Okay, hi, mein Name ist Colin. ich studiere aber jetzt nicht direkt 3D, das ist nur ein von den Schwerpunktfächern bei uns. Ich habe Blender schon vorher benutzt. Bei uns wird eigentlich nur 3DS Max und Maya unterrichtet. Und ja, buh. Unsere Professorin ist auch grottenschlecht da drin, aber wir sind jetzt so der erste Jahrgang, der nebenbei auch ein bisschen Blender benutzt. Und wird es? Oh, Grüße an meine Professorin. Wäre cool, wenn sie den Teil dann rausschneiden. ja, auf jeden Fall seit 4, 5 Jahren oder so benutze ich dann Blender. Also ja, hi, ich bin die Svenja. Ich benutze auch seit 5 Jahren in etwa Blender und mache es halt als Hobby so nebenbei. Ich studiere, also ich komme aus Forchheim und studiere allerdings Informatik, also habe ich studiumsmäßig nicht groß mit was mit 3D zu tun. Aber ja, ich mache in meiner Freizeit gern, visualisiere ich irgendwelche Bilder, mache vorher hauptsächlich Charaktere, ich mag süße Tiere zu machen. Und ja, das war es soweit. Ja, hi, ich bin Thomas. Das ist meine 4. Blender-Konferenz. Ich habe schon 3 kleinere Vorträge gehalten in den letzten Jahren. Und ich komme auch aus Graz. Der 2. Thomas aus Graz, den wir heute hier haben. Ich habe die letzten 12 Jahre an der Fachhochschule 3D-Grafik und Animation unterrichtet. Allerdings in Cinema 4D. Und teilweise auch ein bisschen in Blender in den letzten Jahren, habe aber Blender eigentlich schon seit, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren oder so privat sehr, sehr viel benutzt, um alle möglichen Projekte umzusetzen. Bin selbst bekennender Geek bzw. Nerd und arbeite jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten nicht mehr an der Fachhochschule, sondern jetzt bei einem großen österreichischen Möbelhersteller und digitalisiere im Prinzip Textilien und Leder und so weiter. Also mache hunderte PBR-Materialien momentan so pro Woche. Ja. Hi, ich bin Pete. Ich bin neu bei Blender, auch neu auf dieser Konferenz. Ich zeichne mich verantwortlich für die OpenSUSE 280, den Bau des Pakets. Bin durch Blender, auf Blender durch meinen Sohn gekommen und der ist bei uns in der Familie der Geek. Ja, ich bin Linus, bin 13 und ich bin eins der wenigen Kinder hier. Hey.
Das ist jetzt für mich auch die erste Blender-Konferenz. Ich glaube, wir werden hier viel Spaß haben. Und wie mein Vater schon gesagt hat, bin ich so ein bisschen bei uns in der Familie der überhaupt irgendwas weiß. Ja, hallo. Ich bin der Gottfried Hofmann und ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Blender-Konferenzen ich da jetzt schon mitgemacht habe. Dieses Jahr bin ich ausnahmsweise mal inkognito hier, also ohne Vortrag. Ich mache die Seite Blender-Diplom zusammen mit Frederik und Adam hier. Also quasi das ganze Team ist hier. Und wir bieten hauptsächlich an Training für Firmen. Also wenn irgendeine Firma was wissen möchte zum Thema Blender oder wenn sie ihre Leute trainieren wollen, dann fragen Sie gerne bei uns an. Und inzwischen geht das auch immer mehr in die Richtung Beratung. Also wenn jemand ein Projekt hat mit Blender und da gibt es irgendwelche Probleme, irgendwas funktioniert nicht, dann kommen Sie inzwischen gerne mal zu uns. Und meistens können wir eigentlich fast immer auch helfen. Und momentan schreibe ich auch recht viel für Zeitschriften. Also es kommen jetzt Artikel raus in Mac & I und der CT zum Beispiel über Blender mal wieder. Und ich werde auch jetzt dieses Jahr in der Konferenz wahrscheinlich mal wieder was schreiben dann für die Digital Production. Also wenn ihr irgendein tolles Projekt habt, von dem ihr unbedingt wisst, das ihr unbedingt mal in einer Zeitschrift haben wollt, für eure Firma oder persönlich, dann sprecht mich drauf an. Vielleicht wird das ja was. Also vielleicht kann man da was drehen, dass da was in der DP erscheint. Und ansonsten, dritte Sache noch, Nürnberg. Ich weiß nicht, ob Adam hat euch wahrscheinlich schon darauf aufmerksam gemacht. Na, Adam, wir haben eine ganz tolle Blender User Group in Nürnberg und auch wenn ihr irgendwie aus der Gegend kommt, schaut da mal vorbei, die ist eine wirklich nette Truppe und nürnberg.org und wenn nicht, kommt einfach zu mir, ich kann euch da auch ein paar mehr Infos geben. Okay. Ich bin... Ja, das Logo ist großartig, muss ihr unbedingt anschauen. Ich bin Frederik aus Berlin und ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Hallo, ich bin Johannes aus Berlin, bin Technical Artist bei Nuclear. Die sind in Hannover und wir machen Comanche, das Hubschrauberspiel. Hi, mein Name ist Emre. Mein Name ist Emre. Bin der 3D, also einer der 3D-Artists im Projekt. Und genau, wir machen Comanche. Hi, mein Name ist Mario. Ich bin Senior Character Artist bei Nuclear auch und großer Hard Surface Liebhaber. Ja, ich habe 25 Jahre Erfahrung mit Autodesk und 3D Studio Max. Wir sind ja eigentlich in der Produktion vor 3 Jahren komplett auf Blender umgestiegen und sind sehr, sehr zufrieden. Und ja. Ich bin Alex, ich komme aus Hannover, ich arbeite auch für Nuclear, ich bin 3D-Artist da. Hi, ich bin der Artlead von Nuclear, Hakan. Wir sind vor 3 Jahren als Firma auf Blender umgestiegen und das war so ein bisschen eine Mischung zwischen Witz und Ernst nehmen und dann, ja, auf einmal saßen wir da und fanden Blender doch viel besser, als man denkt. Und Houdini machen wir auch noch. Wir sind sehr zufrieden. Und wir schauen mal ein bisschen networken natürlich, Leute kennenlernen, vielleicht ein paar Bugs nochmal ansprechen. Ja, danke euch allen. Und ihr habt Firmenausflug hier, super. Perfekt. Ja, die deutsche Community wird immer größer und größer. Da geht uns beinahe die Zeit aus. Der nächste Punkt wäre eigentlich Tobias, der jetzt gerade schöne Fotos macht, der uns was über die Summer School und Blender Day erzählt. Vergangenheit und Zukunft. Also, kannst du lassen, ne? Achso? Ich habe wahrscheinlich 2 Minuten oder so? Nein, hier. Okay, aber es gibt ja noch, wer will denn noch was hier vorstellen, vorne übers Internet irgendwas? Irgendjemand noch ein paar Projekte vorstellen von euch? Ansonsten rede ich jetzt 15 Minuten stur drauf los. Ja? Okay, also ich bin Tobias und ich bin einer der Co-Organisatoren von der Blender School, die wir im Sommer machen, im Juli. Jetzt schon zum 2. Mal haben wir das gemacht. Im ersten Jahr hatten wir 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, jetzt hatten wir 80. Also wir sind da ständig am Wachsen und wir haben dieses Jahr uns ganz speziell auf natürlich Blender 2.8 konzentriert und haben wieder 10
Workshops angeboten, die jeweils 3 Stunden Länge hatten. Und diese Workshops gingen zum Beispiel über Eevee, wo es darum ging, wie funktioniert Eevee, was muss man dort beachten, wenn man Eevee anwenden möchte, auch von Cycles kommt, was muss man da transformieren, wie funktioniert das Ganze. Oder wir hatten auch einen Workshop über Grease-Pencil natürlich. Also wir haben das besonders adressiert, was in Blender ganz neu war und was auch die Welt völlig fasziniert hat. Also wenn man mal anguckt, auch in Digital Production durch den Gottfried zum Beispiel publiziert worden ist, da hat man sehr gestaunt, was Blender mit Eevee, dem Echtzeit-Rendering und auch in dem Grease-Pencil-Bereich so alles machen kann. Ganz stolz sind wir, dass wir dieses Jahr einen echten ersten Keynote-Speaker hatten für den Blender Day. Der Blender Day findet immer nach der Blender School statt. Die Blender School, das sind halt so 2,5 Tage oder 1,5 Tage Workshops, in die man gehen kann. Danach kommen dann Vorträge von Blender-Usern wie euch. Und der Andy Goralczyk, der ist der Director hier von Spring in dem Blender Animation Institut. Und der lebt witzigerweise oder kommt witzigerweise aus Karlsruhe. Und so hatten wir einfach mal ihn angesprochen, ob er nicht die Keynote halten möchte. Und hat gleich ja gesagt. Und super vielen Dank nochmal, Andy. Das war eine echt tolle Keynote. Er war auch bis abends da. Wir haben noch gemeinsam Burger gegessen und ewig lange über das Blender Institut gesprochen. Und er war echt für alle Fragen da und hat uns da echt super so auch internas erzählt und wie halt Spring produziert worden ist. Alles, was wir gemacht haben, das kann man in der Timeline sich anschauen, die ganzen Slides sind dort. Wir haben unter anderem auch zum ersten Mal eine Feedback-Session gemacht, also nicht Feedbacks von irgendwelchen Developern, sondern Feedback-Session von Künstlern an Künstler. Das heißt, man konnte anonym oder auch nicht anonym Arbeiten einreichen und diese Arbeiten, die wurden dann besprochen auf der Blender, auf dem Blender Day und so konnte man da auch nochmal ein bisschen mehr drüber lernen, was kann man besser machen, wo ist man vielleicht schon ziemlich gut drauf. Wir haben auch wieder unseren Blender Modeling Contest gehabt, eine Stunde Zeit und du hast dann in dieser Zeit ein bestimmtes Thema zu modellieren und kannst dann sozusagen gewinnen, einen tollen Pokal. Also es war wieder unglaublich viel los und sehr viel Community-Engagement in Mannheim dieses Jahr. Und wir haben für die Vorbereitung auf das nächste Jahr uns mal überlegt, wir wollen ein bisschen mehr noch die Themen anbieten in den Workshops, die für die Community besonders spannend sind. Und deswegen haben wir mal gesagt, okay, wir machen ein Voting. Bis zum Silvestertag dieses Jahr kann man also aus insgesamt 20 Workshop-Vorschlägen, die also Leute gemacht haben, die auch bisher schon Erfahrung haben im Unterrichten oder da sehr gute Skills haben, da könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, dann ein bis drei Themen rausvoten und die 10 meistgevotetsten Workshops, die werden wir dann anbieten für nächstes Jahr. Und damit hast du noch ein bisschen mehr Möglichkeit und Mitspracherecht, was wir dann auf der Blender Summer Schooler nächstes Jahr sehen werden. Ja, also wenn du magst, kannst du auf blender3dschool.de gehen und dann gibt es hier oben diesen Vote-Knopf. Und was sehr schön war und was die Ruth vorhin schon angesprochen hat, das war eine Produktion, die wir als Team aus der Blender School herausgemacht haben und das war Walnut und ich habe schon mal ein bisschen den Film kurz laufen lassen und ich würde mich super freuen, hier ist nochmal so der letzte Rest, wenn unser Art Director, die Ruth, vielleicht noch ein paar Sachen sagen kann über die Probleme und Best Practices, die wir da hatten. Oder wärt ihr auch dafür, oder? Ruth, möchtest du nach vorne kommen? Ja? Also es war ganz interessant, wir haben uns quasi am Ende der Summer School das Projekt quasi vorgestellt, die Idee. Wir hatten dann noch nicht wirklich ein Konzept, wir haben dann einfach Leute eingeladen, die Lust hatten teilzunehmen, mitzumachen, einen Film zu machen.
Dann haben wir uns dann 2 Wochen im August zusammengesetzt bei Tobias im Büro und haben dann angefangen daran zu arbeiten, haben die ersten 2 Wochen zu dritt quasi nur erstmal die Geschichte entworfen und ein bisschen Storyboard gemacht und Storyboard und Animatic gemacht. Dann die 2. Woche haben wir uns mit einem etwas größeren Team, wir waren glaube ich insgesamt 8 Leute, haben wir uns dann zusammengesetzt und dann wirklich angefangen mit Modeling und Rigging. Es war ganz interessant, wir haben alle viel gelernt, viele Sachen, die wir anders machen würden, zum Beispiel zeitlich anders einplanen. Wir hatten jetzt ziemlich wenig Zeit, zum Beispiel Rigs zu machen oder auch mit dem Datenverteilen hatten wir ein paar Probleme. Wir hatten eine Dropbox benutzt, die ein bisschen klein war und das gab dann Probleme zum Schluss mit dem Rendern, weil die Bilder an sich 3-mal so groß waren, glaube ich, wie der Platz, den wir hatten. Aber ansonsten hat es wirklich Spaß gemacht. Ich würde es jedem empfehlen, mal zu versuchen, so einen Kurzfilm zu machen. Jo, wir haben viel gelernt. War schön. Ja, danke Ruth, danke Tobias für die Möglichkeit und eben nochmal gesagt, spread the word, ich habe auch schon englischen Kopf, also sagt allen, die es wissen wollen und die es nicht wissen wollen, dass es die Summer School und den Blender Day gibt und es ist ein tolles Event und nochmal das gleiche wie hier in klein im deutschen Bereich und das ist cool. Dann, also das wäre es von meinem Teil. Ich würde alle bitten, mich einfach die nächsten 2 Tage einfach mal anzuquatschen, weil jeder von euch hat sein eigenes Skill-Level oder seine eigene Geschichte mit Blender und würde mich alle interessieren. Und auch untereinander, vernetzt euch. Und ich bin stolz der deutschsprachigen genau, Community zu sein. Was ich vorhin ganz vergessen habe, ich organisiere auch das Münchner Meetup mit. Wobei mich würden die Organisatoren der anderen Meetups interessieren, weil irgendwie scheint ja die Plattform gerade am Sterben zu sein, nachdem sie noch mehr Geld wollen. Also wie ihr das handeln wollt, also kommt auch gerne auf mich zu. Und sonst wünsche ich euch noch eine tolle Konferenz.